Lauf. Lauf, lauf, lauf zum Hoffen. Eventuell auch an einer anderen Stelle bekämpfen, weil ich fand das nicht so toll hier mit der Nähe. Ich lauf mal einfach weiter. Oh, ich hab vergessen. Nein, nein. Zauber. Bildknöpfe drücken. Ja, ja, ja. Du, mich, auch. Hoch da. So, komm her. Hier geht's irgendwo weiter. Oh, oh. Ja, nicht rücken. Genau das meine ich mit der Kameraführung. So, hier ist eine schöne Stelle. Irgendwas ist gerade hinter mir kaputt gegangen. So, komm her. Doofes Ding. Ich erneuere mal unser... Na, kann ich nicht. Okay, komm her, komm her, komm her. Ja, hier ist viel Platz, ha? Das haben wir komplett geblockt. Das ist ja mal geil. Okay, zurück. Mach das nochmal. Ja, hahaha. So können wir den besiegen. Aber wenn er jetzt nur das macht, wäre das irre lang. Ah, okay. Au, okay. Trink, 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 trink. Das ist wirklich ein durchgehender Schwall. Man kann nicht kurz blocken und dann gleich weiterlaufen. Hätten wir das auch gelernt. Und rauf da. Rauf da. Schild ist jetzt ein Problem, ne? Stamina und so. Ja. Ja. Oh oh. Gib mir Stamina, 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 gib mir Stamina. Komm ran. Ein Treffer. Ah, kein zweites Mal hauen. Okay. Stamina, Stamina, Stamina. Ich glaube, hier kann ich schon stehen bleiben. Ich sollte nicht so weit weglaufen, nur so weit, wie es sein muss. Hier unten sind Steine auf dem Haufen, auf dem Boden. Die merke ich mir mal. Was war ein dritter Schlag? Oh oh. Positionswechsel ist doof. Ich wollte mir gerade merken, wo ich stehen bleiben muss. Hier müsste okay sein. Komm, mach dein Feuer. Zweihändig wechseln und gib ihm. Treffen wäre echt super. Okay. Ranhauen und dann trinken. Trinken, 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 trinken. Schild hoch. Oh, er kommt näher ran. War das Schild da nicht oben? Egal, zweihändig hauen. Nicht daneben hauen. Ich sollte mir echt ein Schwert zulegen, das nicht klobig ist. Ein stinknormales Langschwert, das ich zweihändig führe oder so. Das ist mir zu langsam hier mit dem Steigkolben. Komm. Gib mir Feuer. So. Einmal hauen, trinken. Und weg. Und wir haben ihn gleich. Alles nur dank unseres super Schwarzschildes mit Feuerschutz und überhaupt. Ja. Na komm. Ding, 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 ding. Ran. Zweiter Treffer, sehr gut. Zurück. Schild hoch. Komm, jetzt keine Überraschung mehr, keine Überraschung mehr. Oh, au, 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 au. Was für eine Überraschung. Ich habe keine Ahnung, warum das Schild durchgekommen ist. Stamina hoch. Schild hoch. Hm, okay. Und noch ein. Ja. Zurück, 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 zurück. Schild hoch. Okay. Nach dem nächsten Angriff einmal heilen. Schild. Ah, ist nicht gut. Du machst was Neues. Oh, das ist die Superkeule. du. Ich finde das nicht toll, von so einer Superkeule getroffen zu werden. Kommst du jetzt hier hoch? Okay, trink. Ne, erstmal hauen, erstmal hauen. Er merkt sich das, wenn ich vorher eine Taste drücke. Das ist nicht so gut.
Okay, jetzt hauen. Ach komm schon, nicht auf den. Ich hätte den Target Lock rausnehmen sollen. Ja, es ist. Oh, 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 trink. Trink. So. Target Lock einfach raus. Wir gucken dich jetzt so händisch an. Okay, Target Lock raus. Ahaha. Was ist das Böses vor? Oh ne, war normaler Attacke. Okay. So, ran da. Das ist viel zu weit weg gewesen. Okay. Zurück, zurück, zurück. Schild hoch. Aber gut, dass er darauf eingeht. Also, dass wir nicht das. Oh. Hundertprozentig ausnutzen konnten. Also, dass er Position wechselt. Und der Angriff scheint auch stärker geworden zu sein. Um mich weiter zurückzuschubsen. Weil vorher konnte ich ja quasi direkt vor dem Punkt stehen, wo er liegen geblieben ist. Das klappt jetzt nicht mehr. So, zweihändig und eins und kaputt. Ah, sehr schön. Drecksmob. Ihr habt gesiegt. Was kriegen wir denn Schönes? Eine Katze. Die erkaltet. Menschlichkeit, Heimkehrknochen und... Ich will Seelen, Jungs. 20.000 Seelen? Ernsthaft? Ich... Will ja nicht pingelig sein oder so, aber das ist echt nicht viel. Na gut, da hinten ging es zu dem Loot für die Magier, diese schwarze Robe. Hier geht's tief runter und da sind jetzt diese komischen Echsenviecher. Und zwar ziemlich viele von denen. Das heißt, wo ist mein Bogen? Habe ich Pfeile gekauft? Warte mal. Wie viel wiegt ihr denn so? 1, 10. Ja, du. Gewicht ist okay. Zurück zu meiner ersten Frage. Haben wir Pfeile gekauft? 4 Stück. Nein, wir haben keine Pfeile gekauft. Oder wir haben sie noch nicht ausgerüstet. Drachentöterpfeil. Großer Pfeil. 16 Stück. Das ist doch okay. Also. Laufen jetzt. Obwohl, warte mal. Ich spiele mit dem Gedanken, mich zum Leuchtfeuer zurück zu porten. Aber nee, komm. Die 20.000 Seelen, die haben wir echt im 0, nichts zusammen. Können wir hier irgendwo runter? Ah, schon mal Loot. Aber nee, ich denke, wir sollten einfach nur ganz normal den Weg zurückgehen, wo wir gekommen sind und von da aus das machen. Oh, und hier war irgendwo dieser Weg runter. Der ist eigentlich unter uns in der Schlucht. Aber da werden wir auch nur hinkommen von da drüben, hm? Oder geht es jetzt hier auch weiter? Gucken wir mal. Nee. Nee, okay. Mal gucken, ob die Jungs jetzt wieder sich anders verhalten. Das ist komisch. Ob die Jungs jetzt wieder anders verhalten. Also zuerst waren die ja absolut passiv. Und jetzt sind sie uns schon hinterhergekrabbelt, als wir das Wasser abgelassen haben in Neulondo. Und jetzt, wo der Lava-Dämon tot ist, vielleicht noch irgendwas anderes? Wahrscheinlich bilde ich mir die Hälfte davon eh nur ein, aber... Jetzt machen wir lieber nichts. Vielleicht bin ich dem einen Typen auch noch auf die Hand getreten oder so. Deswegen, nö. Die wollen hinterher, ist okay. Hier lang, hier lang, hier lang. Ah, das sind ganz schön viele von denen. Ich weiß auch gar nicht, was ich da soll. Gucken wir mal. Also hier scheint nichts zu sein. Erstmal will ich den Loot haben, der hier irgendwo lag. Nicht hier. Und dann tinge ich mal einen von denen an mit dem Bogen. Guck, ob ich den einzeln rausbekomme und guck, was der so kann. Da ist Loot. Oh, warte mal, hier ist auch der Typ, den wir von oben gesehen haben, ne? Das müsste auch einer... Ja. Hey!
Dich kenne ich doch, du warst der Boss oben. Ja, du siehst sogar fast genauso aus wie der Boss oben. Au. Du hältst verdammt viel aus. Also für Trash Mob. Das heißt, das da oben war gar kein wirklicher Boss, da hat sich nur einer verirrt. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber gut machbar, gut machbar. Und bringt mal eben 4-5% der Seelen von dem Boss da. Ne, mehr. Egal. Also hier geht es definitiv weiter. Ich will aber gerade gar nicht weiter. Ich will gucken, was es noch so an anderen Sachen gibt, wo wir jetzt hin können. Da hinten sehe ich nämlich zum Beispiel noch was funkeln. Das heißt, ich nehme jetzt diesen Bogen hier. Und ting den da vorne mal an. Ting. Okay. Ziel weiter hoch und ting ihn an. Er hat seinen Fuß getroffen, da kam Blut. Hat ihn nicht sonderlich tangiert. Okay. Gehen wir mal näher ran. Vielleicht müssen wir irgendwie in einer gewissen Reichweite sein, dass er überhaupt merkt, dass ihn irgendwas trifft. Oder er hat gewartet, bis wir näher rankommen. Gut, komm mal her. Du kannst durch Lava gehen. Und du erinnerst mich doch stark an den Brückendämon. Du bist der Brückendämon. Das war also auch kein Boss. Trink, Trank. Das geht immer noch. Okay, also gegen dich weiß ich, wie ich kämpfen soll. Ich hau einfach immer wieder in deine Klöten. Nicht in die Lava gehen, das ist unfair. Dann kann ich nicht mehr und so zwischen die Beine. Doing. Doing. Oh oh. Doing, doing, doing. 1200 Seelen. Aber es ist, ich sehe ein Motto, ein sich wiederholendes Schema. Viecher, die wir dachten, dass sie Bosse wären, oder wichtig, sind nur ganz normales Fußvolk. Du. Ting. Da mal einen von an. Guck, was passiert. Ding. Ja, du. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir hier keinen Bogen genutzt hätten. Sondern mir eben zwei, drei von denen auf einmal gebullt. Das, ja. Guck. Oh, warte mal, der hat einen Schwanz. Können wir den abhacken? Hatte bei dem einen ja auch geklappt. Oh oh. Hat er mich getroffen? Oder war das nur Flächenschaden? Erstmal Trank trinken. Da hinten ist Loot. Da sind noch mehr von euch. Ja, ting. Time to ting. Ding. Oh. Habe ich den Kumpel hinten? Oh. Nee, ich glaube, der geht nur gucken, was das für ein Ding da hinten war. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Wie wechsle ich die Pfeile? Hä? Achso, unten. Ah, okay. So. Ting. Jo. Abgeprallt. Auch sehr schön. Wechseln. Und da ich ihn hier im Schild blocke, können wir auch zweihändig nehmen. Gucken wir mal, wie schnell das denn geht. Voll, au. Komm her. Da hätte ich gerade richtig gut treffen können. Kommt noch ein. Nein, ich habe mich verklickt. Ich hätte gerne eigentlich das da. So, mal gucken, ob die respawnen. Das wäre nämlich... Nein, nein, erstmal ziehen, bitte. Wenn die respawnen würden... So toll sind die nicht zum Farmen.
Und das jedes Mal zu machen mit dem Bogen fände ich doch ein wenig lästig. Hallo? Ja komm, zuck noch zusammen. Zusammenzucken ist toll. Dann können wir nämlich weiterhauen. So. Zwei Stück leben noch.